Von Neuss bis Krefeld, von Solingen bis ins Grenzland ziehen sich die insgesamt 18 Standorte der St. Augustinus-Kliniken. Es sind Krankenhäuser mit verschiedenen Versorgungsschwerpunkten sowie zahlreiche Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderungen, Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Senioren. Um die Versorgung kümmert sich Jörg Jendreny, Leiter der Küchenbetriebe der St. Augustinus Servicegesellschaft. Schönen guten Morgen vom Merten. Guten Morgen, Herr Jendreny. Wie schaut's aus? Alles aus der Küche bekommen? Da? Alles da. Wunderbar. Dann zeigen Sie uns mal, was Sie soweit haben. Und ja, bis später erstmal. Bis später dann. Rund 4.300 Beschäftigte versorgen jährlich fast 48.000 Menschen stationär und weitere fast 100.000 ambulant. Mit dem Versorgungskonzept der St. Augustinus Kliniken trifft das Unternehmen den Puls der Zeit. Kurze Wege und einen reibungslosen Ablauf sieht Jörg Jendreny als seine zentrale Aufgabe. Hier befinden wir uns jetzt in der Kommissionierung vom St. Alexius-Josef-Krankenhaus. Das heißt, hinter sich sehen Sie jetzt gerade die ganzen bereitgestellten Behälter, wo das Essen, was im Johann-Heitjen-Krankenhaus produziert wird, kalt portioniert wird. Das übernimmt mein Kollege, der Herr Bartels, jetzt hier, wo Sie es gerade soweit sehen, dass also die Komponenten, die jetzt morgen für das Mittagessen gereicht werden, dementsprechend verteilt werden. So, Herr Bartels, alles soweit klar? Komponenten passen? Ja. Und Gebindelisten auch? Gebindelisten sind alle da, Etiketten sind da, kann verteilen. Alle Einrichtungen der St. Augustinus Kliniken werden durch eigene Küchen versorgt, wobei je nach Art der Einrichtung unterschiedliche Ansätze bezüglich Produktion, Angebot und Logistik umgesetzt werden. Das, was jetzt hier so profan aussieht, das hat auch lange gedauert, bis wir das so hatten. Die sind also auf unsere Bedürfnisse hin gebaut worden. Und das, was sie jetzt da macht mit dem Einräumen der Spülmaschine, das ist ein ganz festgelegter Rhythmus. Weil was ich vermeiden wollte, ist, dass einer meiner Mitarbeiter schwere Porzellankisten heben muss. Dafür, dass auch im Hintergrund alles reibungslos läuft, sorgen die zahlreichen Mitarbeiter. Doch auch die moderne Architektur der Gebäude und das Ambiente sorgt dafür, dass sich die Patienten und Bewohner rundum wohlfühlen können. Die Küche des Johanna-Etienne-Krankenhauses versorgt täglich ca. 420 Patienten. Dies ist eine Aufgabe, die eine gute Planung erfordert. Also immer meine Maxime, seitdem ich im Job drin bin, also nicht nur hier bei den Augustinus-Kliniken, war immer maximale Qualität für minimales Geld. So, und wir sind immer dabei bei diesem berühmten kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Wir müssen gucken, gibt es neue Möglichkeiten der Speisenversorgung? Gibt es neue Varianten in der Reinigung? Gibt es neue Varianten in der Technik? Wir bündeln Verträge zusammen. Wir haben Einkaufsvolumen in der Speisenversorgung von knapp 2 Millionen Euro. Da gehen wir also nicht zu kleineren Händlern hin, sondern wir bündeln das Ganze, um natürlich auch die Kaufkraft unseres Unternehmens darzustellen. Im Johanna-Etienne-Krankenhaus werden täglich rund 1.800 Essen produziert. Diese Leistung wird mit 70 Mitarbeitern in den Bereichen Küche, Spülküche und Cafeteria erbracht. Als Fachkräfte stehen dafür neben der Küchenleitung 2 Diätassistentinnen sowie 6 Köche zur Verfügung. Bei mir sieht es so aus, dass ich halt ein sehr gutes Leitungsteam habe an Küchenleitung. Immerhin haben wir ja aktuell 11 Küchen im Einsatz. Und dementsprechend habe ich halt 11 Küchenleiter, die vor Ort das Tagesgeschäft bewältigen und mit denen ich immer in direkter Abstimmung bin. Und darüber kriege ich das Ganze organisiert. Jetzt schauen wir mal bei dem Gratting, ob das diesmal funktioniert hat, der den nicht ansetzt. Wunderbar. Klasse hingekriegt. Toll gemacht. Ganz klar. Klebt nicht, ist nicht angesetzt. Okay. Von der Temperatur ist auch okay, Helmut. Ja, okay. Lammgulasch, der zu dem Kartoffelgratin gehört. Sehr schön weich. Das Essen für die Patienten wird im sogenannten Cook-and-Chill-Verfahren hergestellt. Dies gewährleistet die besten hygienischen Voraussetzungen nach HACCP sowie die Möglichkeit, weitere Einrichtungen mitzuversorgen.
Der Zusammenhalt des Teams und modernste Technik sorgen für ein optimales Ergebnis. Also, dieser Navi-Ofen ist also ein Ofen, den wir in 27 verschiedenen Einrichtungen stehen haben und jetzt zur gleichen Zeit dort auch Menschen, behinderte Menschen, andere Menschen essen. Die haben das gleiche Essen dort vor Ort. Wir haben den gleichen Ofen hier. Jetzt werden diese Essen hier Temperatur gemessen, kontrolliert, dokumentiert, ob alles in Ordnung ist. Wir werden jetzt gleich in die Küche hingehen und werden die Sachen probieren, ob das überhaupt unseren Anforderungen entspricht. Ziel ist es, mit gut ausgebildeten Mitarbeitern und moderner Technik eine qualitativ hochwertige Küche im Bereich der wirtschaftlichen Möglichkeiten zu gestalten. Dabei wird hoher Wert auf die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Schnittstellen gelegt. Also unsere Speisepläne machen ja die Küchenleiter vor Ort selbst. Die gestalten die dann und stimmen die auch mit mir durchaus ab. Aber das liegt bei dem Küchenleiter selbst und da ist auch dann die Kreativität des Einzelnen gefragt. Da soll er sich dann auch durchaus kreativ gestalten und einbringen. Und das zählt für mich auch eindeutig zur Mitarbeitermotivation, dass da halt die Freiräume auch gegeben sind. Und so ist es eigentlich im Interesse eines jeden Einzelnen schon, diese Highlights dann auch wirklich zu gestalten. Doch wie wichtig ist ein gutes Team aus motivierten Mitarbeitern für das Unternehmen? Die Mitarbeiter sind natürlich das wichtigste Element, was ich habe. Weil wenn ich diese nicht hätte, könnte ich das Ganze, was wir hier gemeinsam geschaffen haben, überhaupt nicht leisten. Also ohne die Mitarbeiter, ohne gut motivierte Mitarbeiter, wäre das nicht umsetzbar. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, so ein tolles Team zu haben, dass ich das überhaupt dann ja, so führen darf und auch führen kann. Die moderne Küche des Johanna-Etienne-Krankenhauses und die frischen Speisen mit regionalen Produkten begeistern sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter und Gäste von außerhalb. Ein gut eingespieltes Team und eine motivierte Management-Crew sind das Geheimnis des Erfolges. Das ist quasi mein Rückgrat, weil ohne diese zweite Management-Ebene kann ich nicht vernünftig agieren. Das heißt, ich muss mich blind auf diese Mitarbeiter verlassen können. Beispiel, was Sie auch heute gesehen haben, ist der Jendrini als Leiter der Speisenversorgung, Chef von ca. 270 Mitarbeitern. Und da ist absolut wichtig, dass ich genau diese Leute, welche ich ihnen vertrauen kann.